Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die große Sixpack-Workout-Lüge. Mehr dazu nach dem Intro. Ja, was meine ich damit? Sixpack-Workout-Lüge. All das und noch viel mehr erzähle ich euch, nachdem ich alle neuen Abonnenten begrüßt habe. Die letzten Tage kamen viele, viele neue Abonnenten dazu. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Wenn du gerade das allererste Mal eingeschaltet hast, lass mir gerne ein Abo da. Mein Name ist Daniel. Auf diesem Kanal gibt es Fitness, Mindset, Nutrition und was sonst so in meinem Leben passiert. Aber jetzt erstmal zum Thema die Sixpack-Workout-Lüge. Ja, warum sage ich, das ist eine Lüge? Wenn ihr zum Beispiel die ganzen Workouts online seht, ihr seht Sixpack-Workout hier, Abs-Workout da, Flat, Tummy, Stomach, dies, das, flacher Bauch-Workout, Bauchmuskel-Workout, effektiv Fett verbrennen am Bauch-Workout. Das sind im Prinzip alles Lügen. Sie stimmen schon, weil jedes Workout, das ihr macht, ist ein Workout für euer Sixpack. Warum das so ist, erkläre ich euch gleich. Aber erstmal zu diesen Workouts und zu meinem Problem mit diesen Workouts. Weil es wird den Menschen erzählt oder sozusagen vorgemacht, dass sie, wenn sie dieses Workout machen, mehr Fett am Bauch verlieren. Und das ist schlicht und einfach falsch. Weil du kannst nicht punktuell am Bauch Fett verlieren. Ich habe schon öfter das in Videos gesagt, aber jetzt nochmal explizit, weil ich immer noch merke, dass Leute denken, wenn sie Bauch trainieren, dass sie am Bauch abnehmen. Und das ist einfach völliger Blödsinn. Wenn ich punktuell irgendwo Fett verlieren könnte, dann würde ich viel mehr Rücken, unteren Rücken trainieren, damit hier das hier weggeht. Aber das funktioniert nun mal einfach nicht. Deswegen ist das Ganze ein Problem. Die Leute machen dann lauter dieser Bauchübungen, Bauchworkouts, denken, sie nehmen am Bauch ab und das funktioniert einfach nicht. Im Gegensatz dazu, Bauch zu trainieren, wäre es sogar sinnvoller, ein heftiges Beinworkout zu machen, weil das Beinworkout am meisten Kalorien verbrennt und du damit einfach effektiv mehr Kalorien verbrennst, weil es nun mal die größte Muskelgruppe an deinem Körper ist. Aber warum sage ich dir, jedes Workout ist ein Sixpack-Workout? Ganz einfach, weil es geht wirklich nur darum, Kalorien zu verbrennen, um das Fett über den Bauchmuskeln zu schmelzen. Das kannst du auf ganz verschiedene Art und Weise machen. Was ich gerne mag, weil ich nicht ewig lange 30 oder 60 Minuten Cardio machen will, mache ich gerne HIIT-Workouts. Und am Ende dieses Videos mache ich mit euch ein ganz kurzes 5 Minuten HIIT-Workout, was ihr easy zu Hause machen könnt und auch ruhig doppeln könnt. Ihr könnt auch 10 Minuten machen. Und es geht dabei darum, einen Nachbrenneffekt zu haben. Das heißt, ihr strengt euch 5 Minuten richtig hart an und habt danach einen Nachbrenneffekt und dadurch viel längere Fettverbrennung noch. Deswegen sind HIIT-Workouts so effektiv. Wenn du also bis zum Schluss dran bleibst, machen wir noch ein kleines 5 Minuten HIIT-Workout. Aber ich möchte nicht sagen, dass du niemals Bauch trainieren sollst. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn eine gesunde Bauchmuskulatur und eine gut trainierte, starke Bauchmuskulatur ist wichtig für deine Gesundheit. Wenn du zum Beispiel ein Hohlkreuz hast und hier im Hohlkreuz stehst, dann ist es extrem wichtig, die untere Bauchmuskulatur zu trainieren, um den Bauch festzumachen, das Becken aufzurichten und das Hohlkreuz, den unteren Rücken, Lendenwirbelsäule wieder gerade zu bekommen. Das heißt, trainiere auf jeden Fall auch deinen Core-Bereich, aber auch nicht nur den Bauch. Wenn du den Bauch zu stark machst und der Rücken ist zu schwach, ist das auch wiederum nicht in Ordnung. Das heißt, du musst immer, wenn du Bauch trainierst, ein geregeltes Verhältnis zwischen Bauchtraining und Rückentraining haben. Aber trainiere den Bauch mehr zum Thema Gesundheit. Wenn du schon kein Fett mehr am Bauch hast und einen geringen Körperfettanteil, dann kannst du es natürlich machen, dass du den Bauch richtig auf Hypertrophie trainierst. Das bedeutet wenig Wiederholung, viel Gewicht. Ich zum Beispiel trainiere meinen Bauch nur mit 2 Übungen. Einmal gerade, einmal schräge Bauchmuskulatur und das war's. Außerdem bei allen schweren Grundübungen trainierst du den Bauch sowieso mit. Ich hoffe, ich konnte jetzt noch mal ein bisschen aufklären zu dem Thema Bauchtraining. Warum
diese ganzen Bauchworkouts eigentlich eine Lüge sind und jedes Workout ein Bauchworkout ist. Wir ziehen jetzt in 5 Minuten HIIT-Workout durch, killen uns ganz kurz und dann quatschen wir nochmal. Okay Leute, wir starten unser HIIT-Workout. Ich habe hier einen Timer bereit. Ich erkläre euch jetzt ganz kurz die Übung und dann machen wir 30 Sekunden jede Übung und wechseln danach immer. Es gibt immer 3 Übungen, insgesamt 5 Minuten das Workout und wir wechseln alle 30 Sekunden. Also im Prinzip ganz, 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 ganz easy zu verstehen. Ich leite euch so ein bisschen mit dadurch an und versuche, so gut es geht, mit durchzuhalten. Ich habe ordentlichen Brustmuskelkater von gestern vom Training. Aber nichtsdestotrotz, wir ziehen durch. So, wir starten mit einer meiner Lieblingsübungen und zwar Mountain Climbers. Starten hier in der Plank, Schulter über die Handgelenke, aktiv in den Boden greifen, Knie nach vorne ziehen. Hier könnt ihr das Tempo selbst variieren. Wichtig ist mir, dass ihr nicht hier nach hinten stampft, sondern die Knie versucht nach vorne zu bringen. Tendenz ist hier zwischen eure Arme. Ganz, ganz wichtig. Ich sehe immer oft Leute, die so nach hinten laufen, aber eigentlich ist es das Knie nach vorne anziehen. Hier entscheidet ihr selber das Tempo, okay? Übung Nummer 2 sind halbe Burpees. Ihr startet von hier, springt ran, zurück. Ran, zurück. Ran, zurück. Übung Nummer 3 ist dann Stair Push-Ups. Ta, 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 ta. Natürlich in der Plank, ne? Nicht hier mit Knie. Es wird schon ordentlich hartes Workout, glaube ich. Aber ja, scheiß drauf, ne? Wir haben ja Lockdown, das heißt, wir müssen uns eh ein bisschen bewegen, damit ich nicht wieder 94 Kilo wiege am Ende vom Lockdown. Timer ist ready, wir legen direkt los. 3, 2, 1, Mountain Climber. Vier, drei, so, eins. Halbe Burpees. Jump vor, zurück. Jump vor. Ihr müsst nicht immer in den Deep Squat gehen, aber versucht, hier sanft nach vorne zu kommen. Füße ungefähr auf die Höhe eurer Hände. Wenn das nicht geht, lauft ihr nach vorne, hebt die Hände hoch. Die einfachere Variante, okay? Und ihr wählt. Drei, zwei, eins, Stair Push-Up. Tief, tief, hoch, hoch. Immer hier die Hände dort aufsetzen, wo vorher der Ellbogen war. Zack, zack. Richtig pushen. Fünf, vier, drei, zwei, Mountain Climber. Ha. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, 5, 4, 3, 2, 1. Halbe Burpees. Zack. Achtet drauf beim Zurückspringen, dass ihr nicht durchhängt mit eurem Rücken. Also nicht hierhin springt, sondern stabil Spannung halten. Vier, drei, zwei und mach einen Stair Push-Up.
5, 4, 3, 2, 1 und Mountain Climb. Ich rutsch schon weg. Gut. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Halbe Burpees. Ab jetzt jedes Intervall nur noch einmal. Vier, drei, zwei. Stair Push-Ups. Letztes Mal. Weg dran, schön pushen. Ellbogen da aufsetzen, wo die Hände sind. Und umgekehrt. Zehn, neun, acht, sieben, sechs. 5, 4, 3, 2, Deep Squat. Nehmt einen Arm über die Brust, Schulter tief, Stretch. Wenn der Deep Squat zu schwer ist, hockt ihr euch normal hin. 3, 2, 1, Arm wechseln. Fünf, vier, drei, so, eins. Geschafft! So Leute, das war's. 5 Minuten HIIT-Workout und eine lange, ausführliche Erklärung mal, warum jedes Workout ein Sixpack-Workout ist und warum ihr nicht punktuell Fett am Bauch verlieren könnt. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, ein bisschen was lernen. Dieses 5-Minuten-Workout könnt ihr auch gerne 10 Minuten machen. Aber ich glaube, es ist schon ziemlich, ziemlich anstrengend. Aber wenn es nicht anstrengend genug war, spult einfach zurück, macht das Ganze noch einmal von vorn und dann habt ihr doppelte Intensität. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Abonnieren nicht vergessen, Daumen nach oben. Stellt mir gerne Fragen in den Kommentaren jederzeit. Ich beantworte alles gerne. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.